Data, you usually should secure them. And if you have really sensitive data, wenn ihr also wirklich wirklich geheime Daten habt, wollt ihr sie auf einem Rechner abgeschlossen haben, der an einem Rechner hängt, der vom restlichen Netz abgekoppelt ist. Damit es keine Möglichkeiten gibt, dass keinerlei Daten aus diesem Netzwerk herauskommen. Jacek Likowski, Ham Radio Operator weiß, ist auch ein Netzwerkkabel, nicht weiter als eine Antenne. Und wenn man also eine Antenne hat, die an einem Computer steckt, dann kriegt man natürlich auch Daten von diesem Rechner aus der Welt raus. Habt Spaß im folgenden Talk. Hallo. Hello. I'd like to Hi, und lasst mich Etherify vorführen. Back to Ethernet. So, mein Name ist Jacek Likowski. Mein Hobby ist Amateurfunk. Ich habe mehr als ein Vierteljahrhundert meine Lizenz. Mein Rufzeichen ist Sierra Quebec 5, Bravo Papa Foxtrot. Mein Hobby ist Elektronik, Netzwerke aufbauen und wieder kaputt machen. Und alles, was ich hier sage, ist meine Meinung, nicht die meines Arbeitgebers. Als erstes zeige ich, was Tempest ist. Erzähle ein bisschen über das Ethernet, über Etherify natürlich, und dann werde ich ein paar Demos zeigen. Tempest wird normalerweise als wie Magie dargestellt, aber vielleicht können wir einen Blick hinter den Vorhang werfen. So, dieses Phänomen wurde als erstes dokumentiert im Jahr 1943, als Techniker beim Bell Labs ein Fernschreiber mit einem kryptografischen Gerät, einem Verschlüsseler, das sie dem Militär verkauft hatten, elektromagnetische Interferenz verursacht hatten. Trotzdem haben sie herausgefunden, dass sie aus diesen Störungen dann den Plaintext herausfinden konnten. Über eine relativ große Distanz. Das war zu diesem Zeitpunkt eine eher schlechte Sache. Auf der linken Seite sieht man diesen Fernschreiber, praktisch nur ein altes Terminal mit Printer. Und auf der rechten Seite sieht man dieses Verschlüsselungsgerät, Mixer Device, wo die Schlüsselmaterial auf Papierband hinzugefügt wurde. Das Problem wurde dann wiederum neu entdeckt im Jahr 1951 durch die CIA auf der gleichen Geräten. Und dieses Mal bekam es einen hübschen Codenamen namens Tempest, Sturm. Und später hatten sie auch diverse andere Kanäle gefunden mit ähnlichen Effekten, akustisch, optisch und so weiter. Das Problem mit elektromagnetischer Interferenz ist allerdings kein neues Problem. Das ist durchaus möglich, dass jemand anders vorher schon gefunden hatte, weil wir wissen nicht, wer und warum und ob er oder sie das ausgenutzt hat. Tempest ist also ein CIA-Codename, aber es wird relativ häufig als Wort benutzt, um dieses Phänomen zu beschreiben. Offiziell deklassifiziert, öffentlich gemacht wurde. Es wurde erst im Jahr 2007, 64 Jahre, nachdem es ursprünglich entdeckt wurde. Auch im Jahr 1994 haben Zivilisten dieses Problem entdeckt.
Wim van Eck hat gezeigt, dass es möglich ist, auf die Art und Weise aus Entfernung einen Kathodenstrahlröhrenmonitor zu belauschen. Indem man praktisch die Radioausstrahlung, Funkausstrahlung dieses Monitors aus einer gewissen Distanz beobachtet. Der hat es also auch empfangen, verstärkt und zu seinem eigenen Monitor zugeführt und konnte auf die Art und Weise sehen, was auf dem anderen Monitor zu sehen war. Hat in ihrer Implementierung davon ein sehr hübsches Video erstellt. Auf einem HDMI-Monitor. Das funktioniert also immer noch, selbst auf digitalen Gerätschaften. Am Ende dieser Präsentation habe ich einen Link auf dieses Video. Seitenkanäle sind momentan völlig in Mode. Leute nutzen das, um Geheimnisse, um Schlüsselmaterial aus kryptografischen Geräten herauszuholen, indem sie zum Beispiel den Stromverbrauch beobachten. Aber das Konzept ist das gleiche wie mit Tempest, nur die Distanz ist viel kleiner. So von weniger als einem Millimeter oder so. Was für Seitenkanäle gibt es? Es gibt den ganz ursprünglichen elektromagnetischen. Es gibt einen akustischen Seitenkanal. Es gibt einen optischen Seitenkanal, thermische Seitenkanäle und andere. So, was ist jetzt Soft Tempest? Das ist die Idee, Tempest-Eigenschaften über Software zu ändern, zu modifizieren, zu ändern. Auf die Art und Weise können wir Software kann diese Seitenkanäle nutzen, um gezielt Geheimnisse zu leaken, von einem Gerät herunter zu leaken. Oder es kann aber auch als Gegenmaßnahme verwendet werden, um Ausstrahlungen zu senken oder zu maskieren, dass also diese Seitenkanäle weniger genutzt werden können von Angreifern. Tempest ist ein Phänomen, das man oft mit Militär verbindet und dergleichen. What do I care, right? Aber genau genommen haben viele Leute Geräte, die nicht mit dem Internet verbunden sind, und sie haben Geheimnisse auf diesen Geräten. So for example, one such device which be, would for example, HSM, High Security Modules. Oder ein einfaches Gerät, ein dedizierter Arbeitsplatzrechner. Der zum Beispiel verwendet wird, um Zertifikate zu erstellen, zu signieren. Und natürlich haben auch zum Beispiel Fabriken oder dergleichen haben Bereiche, die komplett vom Netzwerk abgeschlossen sind, die mit High-Security-Bereiche. For example, to make it harder for interceptors. Aber one example would be Tempest fonts. Zum Beispiel, wie kann man das also Angreifern schwierig machen? Es gibt zum Beispiel die Tempest-Schriftarten in der Tails-Distribution. Und natürlich können wir mal gucken, wie gut kommen wir mit unseren Geräten schon. Also wenn ich zum Beispiel in der Lage bin, das auf einer bestimmten Distanz zu schaffen, dann können Sie, wer auch immer Sie sind, das vermutlich auf die zehnfache Distanz hinkriegen. Es gibt im Forschungsbereich sehr viel Forschung dazu. Im universitären Bereich. Wenn ihr wirklich nur einen einzigen Artikel darüber lesen wollt, dann lest diesen hier. Ah, das ist die Black Hat Präsentation The Air Gap Jumpers, von der Universität von Negev, Israel. Sie haben sehr viel Arbeit im Bereich Tempest gemacht, auch im Bereich Soft Tempest, und sie haben sie publiziert. Ein anderes Beispiel ist GSMEM, Datenexfiltration von
von air-gapped Computern über GSM-Frequenzen. So, das Szenario ist, man hat ein Malware auf dem Rechner und der Empfänger in GSM. Allerdings gibt es dafür keinerlei Source Code veröffentlicht, es gibt keine Rohdaten dafür. Es ist also praktisch nicht möglich, diese Arbeit zu reproduzieren, selbst zu machen. Es ist großartig, dass sie es überhaupt publiziert haben und dass es nicht klassifiziert ist, aber für Amateure ist es nicht einfach zu benutzen. Auch die Akademie hat Geld, Professoren, die man draufwerfen kann und so weiter. Es gibt ein gutes Gegenbeispiel, das nennt sich Screaming-Kanäle. Es geht um Schlüssel aus Bluetooth-Geräten zu entnehmen. Und es hat den öffentlichen Source-Code, es hat öffentliche Rohdaten und es gibt ein sehr gutes How-To, das gezeigt wird, wie man diese Ergebnisse reproduzieren kann. Und so sollte Forschung sich anzeigen. Aber das ist ein seltenes Beispiel. Die meisten Veröffentlichungen sind eher dünn. Also, wie sieht militärische Forschung aus? Leider wissen wir da so gut wie nichts drüber. Hier ist ein deklassifiziertes Dokument aus den 1970ern. Es wurde 2007 deklassifiziert und obwohl es ein altes Paper ist, die erste Seite ist in Ordnung, auf der dritten Seite beginnt, dass es ausgeschwärzt wird, fehlt die Hälfte, und die nächste Seite ist komplett geschwärzt und die letzte Seite ist auch geschwärzt. Die Hälfte des Dokuments ist immer noch geheim. Das heißt, sie wollen wirklich einen Teil ihrer Informationen geheim halten, obwohl es aus den 1970ern ist. But sometimes we get a leak or two, which is also nice. Manchmal gibt es aber auch einen Leak. Wir können vermuten, dass sie sehr viel Geld haben, tolles Equipment, das wir nicht haben, und viele Millionen, viele Professoren und so weiter. Und das hier ist ein militärisches Tempest-Team, und das sind wir. Amateure, wir haben kein Geld, wir haben kein teures Equipment, und wir wissen nicht, was wir tun in den meisten Fällen. Aber manchmal wissen wir auch nicht, dass was nicht gemacht werden kann. Wir haben billige, software-definierte Radios, Zip-Ties, Gaffer-Tape und so weiter. Die ganzen Sachen, die das Ingenieuren möglich macht. Und lass uns das einfach mal ausprobieren. Ein paar einfache Soft-Tempest-Demos ausführen und schauen, was wir hinkriegen. Und wir benutzen diesen Empfänger. Das ist ein einfacher Dongle, den man Fernsehen empfangen kann. Aber es kann umprogrammiert werden, um ein software-definierter Empfänger zu werden. Und in einem relativ weiten Bereich, in einem relativ weiten Band. Und es kostet weniger als 20 Euro. Also es ist Technologie, die jedem verfügbar ist. Und rechts sehen wir meine Empfangsstationen, die wir teilweise hier benutzt haben. Also. So, let's try to lass uns einen Seitenkanal finden. Sollte relativ einfach sein. Wir nehmen irgendeinen Bus, der im Bereich der Megahertz geklickt wird. Je schneller, desto besser. Wir versuchen, irgendwas drauf zu modellieren. Ein- und ausschalten, die Frequenz zu ändern oder sowas. Und dann schauen wir, ob wir das empfangen können. Die Standardfrequenz oder ihre Harmonik. Aber leider ist es nicht so einfach, weil die Geräte nicht viel elektromagnetische Wellen erstellen können und die Clocks sind in unterschiedlichen Bereichen oder es gibt Shielding, damit sie sich an die Regeln halten.
eins dieser interessanten Busse, die wir uns anschauen, ist Ethernet. Und wir reden hier über ganz einfaches Ethernet. Ganz normales Kabel, nicht über Glasfaser, nicht über Koaxkabel oder sowas. So, this also dieses Ethernet-Kabel, UTP, Orange-Shielded Twisted Pair, das ist, es hat einfach nur vier Adern. Es gibt auch STP-Versionen, die hat ein Shield, da kommt weniger Radio-Informationen raus, aber es ist auch teurer. Und es gibt drei Variationen von Ethernet, 10 Megabit, 10 Megabit Ethernet. This uses a 20 MHz clock. 20 MHz clock. 100 Megabit Ethernet clock. Die haben eine 125 MHz clock und Gigabit Ethernet mit derselben clock. Auch 125 MHz, aber es benutzt ein anderes Encoding und benutzt die vier Paare gleichzeitig. Und Internetgeräte haben eine, da haben zwei unterschiedliche Bestandteile. Das eine ist der Mac-Teil, das erstellt den Bitstream des Internetgerätes, und das andere Teil ist das physikalische Gerät. Das ist das Ding, was diesen Bitstream auf das physikalische Gerät weiterleitet. Die Kupferkabel, die Glasfaser oder sowas. Und es gibt ein Standard-Interface zwischen den beiden Geräten. Which is called MII, Media Independent Interface. Medienunabhängiges Interface. Und für, es gibt unterschiedliche MII-Typen. Das eine ist GMII. Das ist, weil es bei 10 Megabit hat man eine 2,5 MHz Clock. Für 100 Megabit hat man 25 MHz. Und die Clock für Gigabit ist 125 MHz. Dann gibt es RGMII, das hat weniger Pins, die Clocks sind gleich, und dann gibt es noch SGMII, die benutzt immer 625 MHz. Der Raspberry Pi, den wir uns jetzt benutzen wollen, benutzt RGMII. So. Lass es uns einfach mal anschauen. Let's try it. Ether. Now, Ether is a, ist is ein Term called which is of, Name, der am Anfang mit Radio in Verbindung gebracht wurde. Es ist dieses Medium, das es ermöglicht machte, die elektromagnetische Wellen durch weiterleite. Und Leute haben es im 19. Jahrhundert versucht zu finden. Und so, Ethernet is wired, but maybe we could Ethernet ist kabelgebunden, aber wir können vielleicht ein bisschen Ether reinschieben und dann ist es, ist es wieder kabellos. Lass uns einfach mal einfache Modulationen machen. Einfach mal vielleicht die Geschwindigkeit ändern. Zum Beispiel Bit 1 ist 100 Megabit und 0 ist 10 Megabits. Und fürs Encodieren benutzen wir einfach mal Morsecode. Unterschiedliche Gründe. Das eine ist einfach zu hören. Und zweitens ist es sehr einfach zu dekodieren, einfach nur durch Zuhören. Und das ist viel besser als Software-Decoder. Und außerdem gibt es ein paar weitere, einen weiteren Hackwert. Um das zu reproduzieren, habe ich zwei Raspberry Pi 4s benutzt. Weil das sind Hardware, die jeder bekommen kann. Wenn ich jetzt irgendwelche andere Hardware benutzen würde, dann würden Leute sagen, können sie es nicht reproduzieren. Und hier ist ein eine einfache Implementation als Bash-Skript. Also die Geschwindigkeit ändern, versuchen ein Signal zu bekommen, ein Harmoniken, das ist der RGMII-Uhr.
Und das Ergebnis war relativ überraschend, weil ich konnte es empfangen, über 100 Meter. Und das ist ziemlich, ziemlich viel, weil die meisten Tempest-Demos für Meter funktionieren, vielleicht sogar nur Zentimeter. So, let's have a demo. Also, machen wir mal eine Demo. Wir haben zwei Raspberry Pis. Wir haben auf der rechten Seite haben wir unseren Tempest-Empfänger und einer der Raspis lässt ein Skript laufen, über das wir ein paar Daten von den beiden filtrieren wollen. Okay, so wir loggen uns jetzt auf einem der Raspis ein. Via a serial port. Über einen seriellen Port. Wir haben einen Gigabit-Link hier zwischen den beiden Geräten. Und wir setzen uns jetzt auf 10 Megabit ohne Auto-Negotiation. Und jetzt hört gut zu. Okay. Jetzt über 100. Und jedes Mal. A radio amateur has a device that. Und immer dann, wenn ein Amateurfunker ein Gerät hat, was einen Pieps schicken kann, dann. Again, turned off, turned on. Quite readable signal. Das ist jetzt in 5 Meter Entfernung. Es gibt viele Interferenzen hier. Mit viel Internet. Jetzt senden wir mal den Inhalt der Datei secret1.txt aus, das Ganze in Morsecode. Und für alle, die Morsecode nicht per Gehör mitmachen können, habe ich hier einen Morse-Decoder am Laufen. Und die Botschaft ist: Hallo RC3. Also haben wir jetzt erfolgreich geheime Daten exfiltriert aus dem Gerät. Und zwar von einem Raspi, der nicht mit dem Internet verbunden ist. Haben wir über Funk die Daten exfiltriert. Auf eine Distanz von 5 Metern. Schauen wir mal eine andere Modulation an. Lassen wir das Internet bei einem Gigabit. Aber setzen wir mal einen Flatping da drauf. Die Encodierung ist immer noch Morse-Code, auch weil es sich ziemlich leicht im Shell-Skript implementieren lässt. Und wir gucken auf die Oberwellen der RGMII-Clock. And I could assume I could achieve ich habe das Ganze noch aus 30 Metern empfangen können, was also auch recht beeindruckend ist. Hier wieder unsere Demo. Hier in dem Fall hat einer der Raspis ein Skript, das Netzwerk mit Paketen fluten wird. Lass also ausprobieren. Wir sind bei einer Gigabit-Verbindung zwischen den beiden Geräten. Der Empfänger ist auf 500 MHz eingestellt und wir hören jetzt wieder zu. Da war ein kurzer Piep. Try it again. Okay, we can retransmit something. Lass uns mal wieder Daten schicken. Dieses Mal ist die Datei secret2.txt. Ihr könnt den Morse-Code wieder hören. The signal drifts out.
aber also es ist hier das Problem, der Rechner erkennt es nicht, aber mit den Ohren kann ich es ganz gut erkennen. Okay, it's decoding also. And the und die geheime Botschaft ist Start to the World. So we wir haben also wieder Daten erfolgreich exfiltriert, indem wir das Netzwerk mit Paketen geflutet haben. Okay, so I was researching this. Ich habe also dieses Phänomen untersucht und ich habe versehentlich das Kabel nicht eingesteckt. Und überraschenderweise war ich immer noch in der Lage, ein Signal vom Raspi zu empfangen. Und es stellt sich raus, wenn ich den Raspi auf meinen Balkon stelle zu Hause, kann ich dieses Signal aus 50 Metern Entfernung empfangen, was ziemlich viel ist. So der Raspi 4 erzeugt also wirklich viele Interferenzen. Und unglücklicherweise bedeutet das natürlich, dass die Demo 1 und Demo 2 nicht mehr ganz so spektakulär sind. Aber andererseits sind Raspis wahrscheinlich recht repräsentativ auf anderen Embedded Devices. Das heißt, bei anderen Embedded Devices wird genau das Gleiche passieren. Also noch eine Demo. Wir haben also wieder ein Raspi ohne jegliches Ethernet-Kabel dran und ich lasse einen Shell-Script laufen. Wir haben keinerlei Ethernet-Link hier. Wir setzen den Speed auf 10 Megabit und jetzt auf 1 Gigabit. Sehr schönes Signal. Right? Auf 375 MHz. So, lasst uns also wieder Daten exfiltrieren. Secret3.txt. Very nice. Sehr schönes Morsecode hier. Good signal. Und die Botschaft ist: Raspberry Pis, schmutzige kleine Geheimnisse. Also, okay, so this is, ihr seht, dass die Raspis in der Hinsicht ziemlich einzigartig sind. Lass uns mal ein paar andere Geräte ausprobieren. So I made Etherify 4. It was a, ich I tried habe to versucht, Etherify 1 auf andere Hardware ausprobiert, in dem Fall der Laptops. Ich weiß, dass die nicht besonders viel Interferenzen produzieren. In dem Fall sind also deutlich leiser. Unangenehmerweise ist die meiste Ethernet-Hardware bringt den Link erst hoch nach diversen Sekunden. Das ist relativ, ist ziemlich schlecht, wenn man regulären Morse-Codes senden will. Aber wir können etwas was Funkamateure QRSSCW nennen. Das ist sehr, sehr, sehr langsamer Morse-Code. Das heißt, ein Punkt kann da teilweise schon mehrere Sekunden lang sein. Und wie üblich, gucken wir uns die Harmonix auf die Oberwellen auf 125 MHz an. Und wir werden ihn diesmal visuell dekodieren mit einem langsamen Spektrogramm. Am unteren Ende der Folie seht ihr, dass wenn man die Geschwindigkeit des Interfaces ändert, dann ändert sich eine Clock, dann hat die eine höhere Frequenz, die Clock, und driftet nach oben. Und wenn es auf 100 Megabit ist, dann driftet sie nach unten, aber auf einer niedrigeren Frequenz. Zumindest ist das, was in meinen beiden Dell-Laptops passiert. Und wie ihr sehen könnt, seht ihr hier den Punkt, und Strich, vier Punkte, Punkt und so weiter auf dem Spektrogramm.
So, also wieder eine Demo. Again. Zwei Laptops. Two Laptops. Connected über Ethernet verbunden. Und auf einem der Laptops läuft ein Skript, das Daten exfiltrieren soll. Ihr seht, das Spektrogramm, ihr seht das Audio, aus dem SDR-Receiver, das ist, wird in ein, Audio wird in ein Programm namens Spectrum Lab erstellt, was ein sehr langsames Spektrogramm dieses Signals erstellt. Ihr seht hier einen Punkt, ihr seht einen Strich, ihr seht vier Punkte, das ist E, T, H, und so weiter. And so on. Diese Demo sendet the word Etherify. Und ihr seht, dass die Daten, die Datenübertragungsgeschwindigkeit sehr niedrig ist, aber es ist immerhin möglich, Daten zu exfiltrieren. Und diese Demo wurde mit einem Abstand von etwa 3 Metern gemacht. Also, wenn wir also in der Lage sind, auf normaler Hardware schon zu exfiltrieren, lass uns mal probieren auf andere Hardware, zum Beispiel auf Netzwerkgeräten. Ich habe also zwei Linksys Gigahertz Switches genommen, sie über Gigabit Ethernet verbunden, über ein Ethernet Cable. Und habe ein kleines Skript geschrieben, die Geschwindigkeit über SNMP zu ändern. Und wie üblich hören wir uns die Oberwellen der RGMI-Clock auf 50 MHz an. Is the best frequency to listen to this signal. And on the battle of the und am unteren Ende der Folie seht ihr das hier aus und zwar empfangen aus einer Distanz von 5 Metern. Punkt Strich 4 Punkte Punkt. So it's just sends es sendet einfach wieder das Wort Etherify. Und diese Switches behave quite differently from the benehmen sich ganz anders als der Laptop, haben ganz andere Eigenschaften als der Laptop, völlig andere Hardware. Ihr seht zum Beispiel nicht mehr diesen Drift, den wir bei den Laptops hatten. Und wieder zwei Switche über ein Ethernet-Kabel verbunden und eine Workstation, ein Rechner, die mit einem Skript die Ablenkgeschwindigkeit über SNMP ändert. Dieses Mal haben wir auf 50 MHz den Empfänger eingestellt. Die Geschwindigkeit wird zwischen 10 und 100 Megabit hin und her geschaltet. Und das Signal hier ist auf 100 MHz geschaltet. Und wie ihr seht, ist das Signal. Ihr seht, dass die Datenrate sehr gering ist, aber es ist möglich, Daten zu exfiltrieren. Und ich verspreche, werde das auch mit anderen Geräten ausprobieren. This can also das kann auch implementiert werden über die Skriptmöglichkeiten, die diverse Skripte bieten, zum Beispiel die Skriptsprache von Cisco. Also genug zum Thema Funk. Initially this was supposed to be a collection of soft Ursprünglich wollte ich einen Haufen eine Menge soft Tempest Demos machen. Aber ich habe mich unschönerweise zu sehr auf einen Funk aufgehängt. Ich habe trotzdem noch einen schnellen Hack gemacht, um Daten über Ultraschall zu exfiltrieren. Das ist absolut nichts Neues. Ich wollte einfach mal schauen, welche Distanzen ich damit überbrücken kann. Und ich habe das Sonify genannt.
The implementation is, again, is as a die Implementierung ist wieder ein einfaches Shell-Skript. The sound is transmitted via der Schall wird über die Laptop-Lautsprecher übertragen. And received by via the internal und empfangen über das interne Mikrofon eines anderen Laptops. Now the hearing range of humans is der Hörbereich von Menschen ist bis zu so 20 Kilohertz. Most, and this is really, und it's really rare, und es ist wirklich selten, dass wirklich jemand bis hoch zu 20 Kilohertz hören kann. And the und die Soundkarte in den meisten Laptops kann auch in dem Bereich sein. Das heißt, wir können ein Signal erstellen mit einer Frequenz bis zur ja, wir können den gesamten Schallspektrum vom Anfang der menschlichen Hörbereich bis zu 24 kHz benutzen, um Daten zu senden. Und ich hatte ein sehr gutes Ergebnis mit 21,5 kHz. Das habe ich einfach so ausgewählt. Und ich konnte ein klares Signal über 20 Meter übertragen. Das kann erweitert werden mit direktionalen Mikrofonen. Aber auch das interne Mikrofon des Laptops funktioniert ja sehr gut. Also ein Laptop sendet Daten über Ultrasound an den anderen Laptop. Das ist nichts Spektakuläres. Das wurde schon mehrfach gezeigt. Jetzt vielleicht nicht mit Morse, aber mit anderen Techniken. Dies ist das Audiospektrum. Und wir senden Daten von einem der Laptops. Der empfängende Laptop ist 20 Meter entfernt. This program, which is running right now, which is called Spectrum Lab, also das Software hier, Spectrum Lab, auch von einem Radiofunkamateur, zeigt das Spektrogramm an und verwandelt auch den Sound in 650 Hertz, so that we can hear it by in etwas, was wir hören können. Und der Decoder hat ein bisschen Probleme, das Signal zu empfangen, aber okay, wir kriegen das richtige Ergebnis im Decoder. So the das heißt, die Nachricht ist Ultra RC3, Ultra RC3 Sound. So, we have successfully. Ach, da waren wir in der Lage, über Ultraschall Daten zu exfiltrieren. Wir arbeiten dann weiter dran. Ich schaue noch weitere Interfire-Fi-Demos mit anderer Hardware. Auch muss ich mir das Datenencoding näher anschauen, weil es ist möglich, das Spektrum des Radios zu senden, abhängig davon, welche Daten man sendet. Und es gibt eine Demo, die dieses macht, es nennt sich ISPNet. Und es ist eine Implementation von Ethernet in einem ESP32-Prozessor. Und this is not real Ethernet. Es ist nicht wirklich Ethernet, es benutzt nur die Pins vom Prozessor. Und in dieser Demo, Ethernet, also 10 Megabit Ethernet, Manchester Encoding hat, das heißt, wenn man nur Nullen sendet, dann sendet es einen String, der hoch und runter geht. Und wenn man Daten sendet, die wenn man immer 1010010 sendet, dann ist es ein Manchester Encoding, was messbar anders ist. Noch ein weiteres Beispiel, was ich jetzt hier anschauen wollte, ist die Netzwerkkarten, die Netzwerkinterfaces, und
insbesondere den Intel E1000E Netzwerkkarte von Intel, bei denen in den meisten Laptops heutzutage eingebaut ist. Und es hat einfach Register, die PLL-Settings setzen, die Frequenz einsetzen können. Ich habe es mir noch nicht angeschaut, aber es sollte möglich sein, ein paar Frequenzen hier oder dort zu ändern und damit irgendwas zu modellieren. Und außerdem würde ich gerne ein paar andere Soft-Tempest-Demos implementieren, zum Beispiel mit im sichtbaren Licht und mit dem Ziel, dass es reproduzierbar ist. Also, versucht es doch selber mal aus. Nehmt einen billigen RTL-SDR-Dongle, wenn ihr noch keinen habt. Es gibt keinen Grund, keinen zu haben. Kauft ihn einfach, ist relativ günstig. Und versucht ein Set Demos aus. Und denkt auch dran, diese Demos sind absichtlich so einfach wie möglich. Das heißt, es ist einfach, sie zu verstehen und einfach, sie zu reproduzieren. Das ist eine einfache Demo. Es geht nicht darum, militärische Daten zu exfiltrieren. Und wenn das Militär es machen würde, dann würden sie es besser umsetzen. Hier noch mehr Literatur und es ist viel Spaß. Und gibt es noch irgendwelche Fragen? Ich würde sie sehr gerne beantworten. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay, vielen Dank, Jacek, für den Vortrag. Wir sind ein bisschen hinterher in der Zeit. Vielleicht kriegen wir noch eine Frage rein. Eine Frage, die wir haben, ist, welche Komponente des Raspberry Pis hat wirklich das Signal gesendet, wenn es nicht das Kabel war? Weiß ich auch nicht genau, aber wahrscheinlich ist es das RMI-Interface. Aber ich muss jetzt auch sagen, dass das Signal überraschend stark ist und ich habe ein YouTube-Video, wo nichts mit dem Raspberry Pi verbunden ist und nur eine Akku und ich kann immer noch das Signal mit 50 Meter Entfernung empfangen. Das heißt, es ist überraschend starkes Signal. Aber ich glaube, es ist die RMI-Clock, weil die Traces zwischen dem Broadcom-Chip und dem physikalischen Gerät. Hast du es mit einem anderen Gerät aus dem Raspberry Pi ausprobiert? Ja, habe ich. Ich arbeite noch dran und ein paar Sachen sind noch nicht ordentlich dokumentiert. Ich werde sie auch weiter veröffentlichen. Die ersten Experimente waren mit ungeschirmten Kabeln. Helfen geschirmte Kabel dabei? Ja und nein. Ein Beispiel des Raspberry Pis ist nicht das Kabel, was es sendet, sondern es ist der Raspberry Pi selber, der die Daten legt. Das heißt, ich habe das ausprobiert und es scheint keinen großen Unterschied zu machen. Aber bei anderen Hardware, zum Beispiel bei Laptops, macht es einen Unterschied, einen signifikanten Unterschied, aber ich kann es immer noch nur einfach so empfangen, wenn die Entfernung nicht groß genug ist, nicht zu groß ist. Eine Frage, die gerade reinkam. Ich vermute, du hast es unter Idle-Konditionen ausprobiert. Was ist, wenn die CPU unter Last ist? Die Geschwindigkeit verändern ist es kein Problem, weil es ist die Geschwindigkeit, die geändert wird. Das könnte ein Problem für die Applikationen sein, weil es die Kommunikation für eine Weile unterbricht. Aber im Fall der nicht die Bandbreite moduliere, den Traffic sende, dann hängt es davon ab, wie viel Netzwerkverkehr die Anwendungen generieren. Das heißt, wenn ich eine Applikation habe, die Megabit des Traffics braucht und auf einmal versende ich 100 Megabit, dann wäre das merkbar, ohne irgendwelche Probleme.
Und eine weitere Frage als kompletter Anfänger mit Hochfrequenzsachen. Gibt es irgendwelche Ideen, wie man mit welcher Software man diese Daten empfangen kann und analysieren kann? Wer könnte mir dabei helfen, diese Visualisierung zu benutzen? Ja. Zuerst den DBT-Dongle nehmen, das ist ziemlich billig und es gibt keinen Grund, ihn nicht zu haben. Und jeden software-definierten Empfänger hilft. GQRX benutze ich zum Beispiel unter Linux und auch bei diesen Demos und für das Audio weiter zu analysieren, zum Beispiel beim langsamen Spektrum. I use a program which is called, benutze ich SpectrumLab. Aber das ist eine Antwort, die nur bei dieser Präsentation ist. Generell wäre die Antwort benutzt Universal Radio Hacker zum Beispiel, wenn ihr bekannte Geräte versucht zu analysieren. Es gibt viele Materialien da, aber versucht einfach nur ein Software-defined Radio, GPIX zum Beispiel und probiert das aus. Okay, ja, vielen Dank. Okay, thank you for your talk and for being here to answer the question. The Signal Angel sagt, es gab viel Applaus im Chat, groß, dick. Ja. Thank you again. Okay, thank you very much. It was an honor to present. Und es war eine Ehre hier.